Herzlich willkommen bei Wetter Online. In den nächsten Tagen bleibt es auch tagsüber um oder gar unter 5 Grad kühl und nachts gibt es verbreitet Frost. Allein das lässt Frostbeulen wie mich schon frösteln, aber noch kälter wird es, wenn man sich die gefühlte Temperatur anschaut, die bis auf um oder gar unter minus 5 Grad runtergeht. Der entscheidende Faktor dabei ist der Wind. Denn der legt, wie man hier an der Länge der Striche im Strömungsfilm erkennt, kräftig zu. Der Wind weht die warme Luft an unserer Hautoberfläche weg, wodurch es zu einem zusätzlichen Wärmeverlust kommt. Die Differenz zwischen gemessener Temperatur und der vom Wind abhängigen Temperatur wird Windchill genannt. Die Tabelle zeigt, inwieweit der Wind die Temperatur beeinflusst. In den kommenden Tagen haben wir frühmorgens Werte um den Gefrierpunkt bei einem Mittelwind um 20 km pro Stunde. Dann sind wir bei einer Windchilltemperatur zwischen minus 5 und minus 7 Grad. Die Tabelle zeigt auch, wie stark die Windchilltemperatur von der gemessenen Temperatur abhängen kann. Je nach Windstärke ist man schnell bei Differenzen von 10 Grad und mehr. Die gefühlte Temperatur unterscheidet sich übrigens oft von der Windchill-Temperatur. In die gefühlte Temperatur geht zum Beispiel noch ein, ob die Sonne scheint, denn bei Sonnenschein fühlt es sich gleich viel wärmer an. Die Vorhersage der gefühlten Temperatur gibt es übrigens auch bei wetteronline.de. Dort geht ihr in den Profibereich und klickt dort die gefühlte Temperatur an. Packt euch also warm ein. Ich bin Verena Leindecker von Wetteronline.